Modelltest 1. Hörverstehen Teil 1. Sie hören nun eine Nachrichtensendung. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören die Nachrichtensendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei Aufgabe 41 bis 45. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Uhr, die Nachrichten. Berlin. Der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Walter, hat die Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr als katastrophal bezeichnet. Die laue Erholung sei angesichts der vergangenen 3 Jahre der Stagnation ein unerträgliches Ergebnis, sagte Walter im Deutschlandfunk. Das erste Quartal sei bereits schlecht gelaufen, der Geschäftsindex gehe weiter zurück und nun drohe auch das Ostergeschäft auszufallen. Dazu könne von einem Aufschwung, wie ihn die Bundesregierung prognostiziert hatte, keine Rede sein. Auch die 6 führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben für das laufende Jahr ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland von 0,5 auf 0% nach unten korrigiert. Berlin. Das Bundeskabinett befasst sich heute mit der geplanten Förderung von Spitzenuniversitäten in Deutschland. Dazu wird Bundesbildungsministerin Buhlmann einen Bericht vorlegen. Sie hat mit den Ländern vereinbart, dass bis zum Jahre 2010 rund 1,9 Milliarden Euro in den Aufbau von Elitehochschulen investiert werden. Von dieser Summe will der Bund rund 3/4 übernehmen. Einzelheiten der Finanzierung sowie mögliche Fachrichtungen und Studienabschlüsse müssen mit den Ländern aber noch abgestimmt werden. Cannes. In Cannes beginnt heute das 57. Filmfestival. Eröffnet wird die Veranstaltung mit Pedro Almodóvars Film La Mala Educación. Erstmals seit 1993 wurde wieder ein deutscher Wettbewerbsbeitrag geladen. Mit dem Film Die fetten Jahre sind vorbei, des in Berlin lebenden Österreichers Hans Weingartner, kehrt Deutschland nach 11 Jahren wieder in den Hauptwettbewerb von Cannes zurück. Lausanne. Im schweizerischen Lausanne fällt heute eine Vorentscheidung über den Austragungsort der Olympischen Sommerspiele 2012. Das Internationale Olympische Komitee IOC bestimmt, welche Bewerberstädte weiter in der Auswahl bleiben. Insgesamt bewerben sich 9 Städte, darunter Leipzig, zusammen mit Rostock. Die endgültige Entscheidung über den Austragungsort fällt im Juli nächsten Jahres. Darmstadt. In Darmstadt hat gestern Abend ein 4-jähriger Junge seine Eltern und die Polizei in Atem gehalten. Der Junge hatte im Flur seines Elternhauses gespielt, war dann aber plötzlich verschwunden. Die Polizei entdeckte den Jungen nach stundenlanger Suche wohlbehalten auf dem Parkplatz des Finanzamtes Darmstadt und brachte ihn zurück nach Hause. Wiesbaden. In Hessen suchen noch über 21.000 junge Leute einen Ausbildungsplatz. Für sie standen Ende April nur 9.400 Angebote zur Verfügung. Das teilte die Regierungsdirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit mit. Am Tag des Ausbildungsplatzes, am vergangenen Donnerstag, hatten Berufsberater knapp 950 neue Ausbildungsplätze ermittelt. Bei der Veranstaltung wurde weiterhin für die Schaffung neuer Ausbildungsplätze geworben. Ergebnis: 439 Jugendliche können noch in diesem Jahr ihre Ausbildung antreten. Hörverstehen, Teil 2. Sie hören ein Rundfunkinterview.
Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Mirjam Pressler ist bei uns zu Gast in Hörensagen. Sie ist Autorin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Übersetzerin und fremdsprachliches Multitalent. Mehr als 30 Bücher hat Mirjam Pressler inzwischen verfasst und über 200 Titel aus verschiedenen Sprachen übersetzt. Guten Morgen, Frau Pressler. Schön, dass Sie bei uns sind. Im Juni, genauer am 18. Juni, Ihrem Geburtstag, wird Ihnen die Ehrendoktorwürde der Universität von Groningen verliehen. Freuen Sie sich darüber? Ja. Natürlich freue ich mich darüber. Es ist vor allen Dingen, es ist auch so unerwartet. Und ich habe halt wirklich etwa 5 Jahre lang über Anne Frank gearbeitet und das ist wohl der Hauptgrund dafür. Freuen Sie sich auch darauf, auf die Feierlichkeiten? Sehr. Wenn Sie dann in Groningen sein werden, Sie übersetzen ja sehr viel aus dem Niederländischen ins Deutsche und die Laudatio gehalten werden wird. Wie werden Sie antworten? Ich werde niederländisch antworten. Ich habe noch 3 Monate Zeit, um die Sprache auch in der umgekehrten Richtung zu üben. Ja. Denn ich brauche ja keine Wörter zu lernen. Passiv habe ich die ja alle drauf. Ich muss nur irgendwie mich dazu bringen, dass ich auch spreche. Das ist nämlich interessant, weil viele Menschen gar nicht wissen, dass man von einer Sprache in die andere Sprache übersetzen kann, ohne diese Sprache auch sprechen zu können. Man denkt automatisch, das muss man ja dann können. Das kann man locker. Sie haben die Biografie der Anne Frank geschrieben? Ja, ich habe vor allen Dingen, es hat ja angefangen damit, dass ich die historisch-kritische Ausgabe übersetzt habe. Ja. Das ist ein Riesenbuch. Und dann habe ich eine neue Leseausgabe von Anne Frank zusammengestellt. Die deutsche Übersetzung, die es früher gab, die war nicht besonders gut. Die war von einer sehr alten Frau gemacht und die hat... Es fehlte ihr der Kontakt zur deutschen Sprache. Und ihre Sprache klang sehr altmodisch. Und jetzt erwähnen wir mal was Privates. Mutter von 3 inzwischen erwachsenen Töchtern und Großmutter von wie vielen Enkelkindern, Frau 6. Pressler? Haben Sie überhaupt Zeit für Ihre Enkel? Sie machen Lesereisen ohne Ende, Sie schreiben viel. Ja, also ich habe, die Enkel wohnen ja nicht direkt neben uns. Und wenn sie kommen, habe ich natürlich Zeit. Und wir haben angefangen, jedes Jahr mit 3 Enkeln in Urlaub zu fahren. Wohin geht's? An die Adria. Und wohin geht's da an die Adria? Ach, irgend so ein Campingplatz in der Nähe von Venedig. Immer derselbe? Bis jetzt ja. Wie oft waren Sie da schon? 3-mal. Was ist der Vorteil vom Campingplatz? Dass er geschlossen ist und dass die Kinder frei laufen können. Und man kann dort solche Wagen mieten mit Aircondition und genügend Platz und so. Und es ist sehr bequem. Schon die gehobene Campingplatzklasse. Was machen die 3 Töchter? Schreiben die alle wie Sie? Nein. Frau Pressler, Sie wurden 1940 in Darmstadt geboren, mitten im Zweiten Weltkrieg hineingeboren in ein Land, das von den Nazis beherrscht wurde. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit? Wann setzen diese Erinnerungen ein? Ich bin bei Pflegeeltern aufgewachsen und meine Erinnerungen haben sehr, sehr stark mit Krieg zu tun. Also ich erinnere mich an Bombardierungen, an
ja, einen Keller und solche Sachen. Das war in Darmstadt? Das war in der Nähe von Darmstadt. In der Nähe von Darmstadt. Und Ihre Pflegeeltern, was für Menschen waren das? Die waren sehr alt. Die haben außer mir noch 4 eigene Enkel aufgezogen. Und es waren sehr einfache Menschen, ja. Also fast Pflegegroßeltern. Ja, eigentlich ja. Ja. Und die haben Sie in welcher Art und Weise aufgezogen? Würden Sie nachträglich sagen, das war okay so? Nein. Nicht? Nein. Warum nicht? Möchte ich lieber nicht drüber sprechen. Gut. Sie waren dann in einer Art Internatsschule ab dem 11. Lebensjahr. Ja. Welche Menschen waren in dieser Zeit für Sie wichtig? Niemand. Niemand. Ich war sehr allein damals. Mhm. Dieses Alleine-Sein, das taucht auch in Ihren Werken zum Teil auf. Kinder, die sich alleine fühlen, die damit Schwierigkeiten haben, aber auch aus diesen Schwierigkeiten wieder herauskommen. Vielleicht frage ich mal nach dem ersten Buch, an das Sie sich erinnern können. Das allererste Buch, da war ich 5 Jahre alt oder 4 Jahre alt, ich weiß es nicht mehr. Ich konnte jedenfalls schon lesen, ich konnte lange lesen, bevor ich in die Schule kam. Mhm. Und meine Pflegemutter ist immer putzen gegangen. Und da habe ich von einer dieser Damen ein Buch geschenkt bekommen. Das war ein Reiseführer St. Petersburg. Reiseführer St. Petersburg. Ja, und den haben Sie also verschlungen. Allererstes Buch, lange Jahre, mein einziges Buch. Ihre ersten Leseerfahrungen haben sich wo abgespielt, an welchem Ort? Oh, an sehr vielen Orten. Also zu Hause nicht. Bei uns musste jeder arbeiten und lesen galt also als Zeitverschwendung. Ich habe vorwiegend ja, draußen gelesen. Wir hatten einen Schuppen, da war ein Dach, also ein Dachboden drüber. Mhm. Da habe ich sehr gerne gelesen. Bin ich sehr oft in den Wald gegangen lesen. Und ja, eigentlich wann immer ich konnte. Ich hatte immer irgendwo ein Buch bei mir. Viele Menschen, die später Schriftsteller werden, führen von Kind an schon Tagebuch. Haben Sie das getan? Ich habe einmal Tagebuch geführt, da war ich noch bei meinen Pflegeeltern. Und meine Pflegemutter hat mein Tagebuch gefunden und gelesen. Und seitdem habe ich nie wieder Tagebuch geführt. Dabei machen Sie ein sehr grimmiges Gesicht. Ja. Das hatte also üble Folgen. Es hatte sehr üble Folgen. Die Sie jetzt auch nicht weiter ausführen wollen, nehme ich an. Es wurde bei uns halt schnell geprügelt. Es wurde schnell geprügelt. Also es gab Erfahrungen von ja. Geprügelt, geschlagen werden ja. In Ihrer Kindheit. Ja. Das ist ja wichtig. Das ist auch wichtig, wenn man anfängt, zum Beispiel Ihre Bücher zu lesen und verstehen zu wollen, woher kommt das? Warum beschäftigen Sie sich so viel mit solchen Schicksalen? Hörverstehen, Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansagen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei Aufgabe 56 bis 60. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Nummer 56. Sie rufen den Wetterdienst an und hören Folgendes. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, Sie sind verbunden mit der automatischen Ansage der Wetterstation in Potsdam. Sie hören die Pollenflugvorhersage des Deutschen Wetterdienstes, ausgegeben heute Mittwoch 10 Uhr. Bis Freitag ist mit starkem Birkenpollenflug an den Seen rund um Berlin zu rechnen. In der Uckermark und der Mecklenburger Seenplatte wird in der Zeit zusätzlich Gräserpollenflug erwartet. Nummer 57. Sie hören folgenden Veranstaltungstipp im Radio. Es ist mal wieder soweit. Frankfurts Banken und Bürogebäude in der Innenstadt können am kommenden Wochenende im Rahmen von Führungen betreten werden. Versäumen sollten Sie es nicht, den wechselnden Blick von Citibank, Japan Center, vom Messeturm, den Zwillingstürmen der Deutschen Bank auf die Stadt, den Main, den Taunus und den Odenwald zu genießen. Wie im letzten Jahr ist auch diesmal mit großem Andrang zu rechnen. Karten gibt es daher auch schon vorher an den bekannten Vorverkaufsstellen, am Empfang des Messeturms sowie dem Haupteingang der Europäischen Zentralbank, wo der Rundgang auch startet.
Nummer 58. Sie interessieren sich für Afrika und hören Folgendes im Radio. Lust auf Afrika? So ganz in der Nähe? Große wilde Tiere im Mondschein sehen? Wer das erleben möchte, sollte zur afrikanischen Nacht im Kronberger Opelzoo kommen. Am 8. und 9. Juli, jeweils von 21.30 Uhr bis 2 Uhr, können Sie Tiere aus der afrikanischen Savanne bei geheimnisvoller Beleuchtung durch Feuerkörbe und Fackeln beobachten. Dazu Feuertänzer, afrikanische Masken, untermalt von den heißen Rhythmen einer Percussion-Band. Kasseneinlass ist ab 9:30 Uhr. Nummer 59. Sie wandern gerne und hören im Radio folgenden Tipp. Ja, das Wandern ist es Müllers Lust. Am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr lädt der Wanderverein Grüner Strumpf, alt und jung, zum Ausflug ins Ronneburger Hügelland ein. Durch Eichen- und Buchenwälder marschieren wir zur größten Burgfeste Hessens. Treffpunkt der circa fünfstündigen geführten Wanderung ist die Autobahnraststätte Hanau Nord. Wen unterwegs der Hunger überkommt, auf der 17 Kilometer langen Strecke sind ausreichend Einkehrmöglichkeiten in landestypischen Gasthöfen vorhanden. Und den, der durchhält, belohnt der Wirt des Burgrestaurants mit Ritterspieß, Grillwürstchen und Schwarzwälder Kirschtorte. Lust bekommen? Dann machen Sie doch mit, aber denken Sie dran, festes Schuhwerk nicht vergessen. Nummer 60. Sie hören den Verkehrsfunk im Radio. Und nun der Verkehrsfunk. A3 Würzburg Richtung Nürnberg zwischen Höchstadt Ost und Erlangen West zurzeit 5 Kilometer Stau wegen eines defekten Fahrzeugs. Vorsicht, der Stau befindet sich hinter einer Kurve. A7 Ulm Richtung Füssen zwischen Bad Grönenbach und Dietmannsried Behinderungen durch einen umgestürzten LKW. A7 Füssen Richtung Ulm. Zwischen Kempten und Altusried ist der linke Fahrstreifen nach einem LKW-Brand gesperrt. 7 Kilometer Stau. Es gibt eine Umleitung ab Ahlen-Oberloch über die U14. A9, Nürnberg, München. Zwischen Ende des Tests Hörverstehen. السلام عليكم.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Modelltest 1. Hörverstehen Teil 1. Sie hören nun eine Nachrichtensendung. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören die Nachrichtensendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei Aufgabe 41 bis 45. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Uhr, die Nachrichten. Berlin. Der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Walter, hat die Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr als katastrophal bezeichnet. Die laue Erholung sei angesichts der vergangenen 3 Jahre der Stagnation ein unerträgliches Ergebnis, sagte Walter im Deutschlandfunk. Das erste Quartal sei bereits schlecht gelaufen, der Geschäftsindex gehe weiter zurück und nun drohe auch das Ostergeschäft auszufallen. Dazu könne von einem Aufschwung, wie ihn die Bundesregierung prognostiziert hatte, keine Rede sein. Auch die 6 führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben für das laufende Jahr ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland von 0,5 auf 0% nach unten korrigiert. Berlin. Das Bundeskabinett befasst sich heute mit der geplanten Förderung von Spitzenuniversitäten in Deutschland. Dazu wird Bundesbildungsministerin Buhlmann einen Bericht vorlegen. Sie hat mit den Ländern vereinbart, dass bis zum Jahre 2010 rund 1,9 Milliarden Euro in den Aufbau von Elitehochschulen investiert werden. Von dieser Summe will der Bund rund 3/4 übernehmen. Einzelheiten der Finanzierung sowie mögliche Fachrichtungen und Studienabschlüsse müssen mit den Ländern aber noch abgestimmt werden. Cannes. In Cannes beginnt heute das 57. Filmfestival. Eröffnet wird die Veranstaltung mit Pedro Almodovars Film La Mala Educación. Erstmals seit 1993 wurde wieder ein deutscher Wettbewerbsbeitrag geladen. Mit dem Film Die fetten Jahre sind vorbei, des in Berlin lebenden Österreichers Hans Weingartner, kehrt Deutschland nach 11 Jahren wieder in den Hauptwettbewerb von Cannes zurück. Lausanne. Im schweizerischen Lausanne fällt heute eine Vorentscheidung über den Austragungsort der Olympischen Sommerspiele 2012. Das Internationale Olympische Komitee IOC bestimmt, welche Bewerberstädte weiter in der Auswahl bleiben. Insgesamt bewerben sich 9 Städte, darunter Leipzig, zusammen mit Rostock. Die endgültige Entscheidung über den Austragungsort fällt im Juli nächsten Jahres. Darmstadt. In Darmstadt hat gestern Abend ein 4-jähriger Junge seine Eltern und die Polizei in Atem gehalten. Der Junge hatte im Flur seines Elternhauses gespielt, war dann aber plötzlich verschwunden. Die Polizei entdeckte den Jungen nach stundenlanger Suche wohlbehalten auf dem Parkplatz des Finanzamtes Darmstadt und brachte ihn zurück nach Hause. Wiesbaden. In Hessen suchen noch über 21.000 junge Leute einen Ausbildungsplatz. Für sie standen Ende April nur 9.400 Angebote zur Verfügung. Das teilte die Regierungsdirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit mit. Am Tag des Ausbildungsplatzes, am vergangenen Donnerstag, hatten Berufsberater knapp 950 neue Ausbildungsplätze ermittelt. Bei der Veranstaltung wurde weiterhin für die Schaffung neuer Ausbildungsplätze geworben. Ergebnis: 439 Jugendliche können noch in diesem Jahr ihre Ausbildung antreten.
Hörverstehen, Teil 2. Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Mirjam Pressler ist bei uns zu Gast in Hörensagen. Sie ist Autorin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Übersetzerin und fremdsprachliches Multitalent. Mehr als 30 Bücher hat Mirjam Pressler inzwischen verfasst und über 200 Titel aus verschiedenen Sprachen übersetzt. Guten Morgen, Frau Pressler. Schön, dass Sie bei uns sind. Im Juni, genauer am 18. Juni, Ihrem Geburtstag, wird Ihnen die Ehrendoktorwürde der Universität von Groningen verliehen. Freuen Sie sich darüber? Ja. Natürlich freue ich mich darüber. Es ist vor allen Dingen, es ist auch so unerwartet. Und ich habe halt wirklich etwa 5 Jahre lang über Anne Frank gearbeitet und das ist wohl der Hauptgrund dafür. Freuen Sie sich auch darauf, auf die Feierlichkeiten? Sehr. Wenn Sie dann in Groningen sein werden, Sie übersetzen ja sehr viel aus dem Niederländischen ins Deutsche und die Laudatio gehalten werden wird. Wie werden Sie antworten? Ich werde niederländisch antworten. Ich habe noch 3 Monate Zeit, um die Sprache auch in der umgekehrten Richtung zu üben. Ja. Denn ich brauche ja keine Wörter zu lernen. Passiv habe ich die ja alle drauf. Ich muss nur irgendwie mich dazu bringen, dass ich auch spreche. Das ist nämlich interessant, weil viele Menschen gar nicht wissen, dass man von einer Sprache in die andere Sprache übersetzen kann, ohne diese Sprache auch sprechen zu können. Man denkt automatisch, das muss man ja dann können. Das kann man locker. Sie haben die Biografie der Anne Frank geschrieben? Ja, ich habe vor allen Dingen, es hat ja angefangen damit, dass ich die historisch-kritische Ausgabe übersetzt habe. Ja. Das ist ein Riesenbuch. Und dann habe ich eine neue Leseausgabe von Anne Frank zusammengestellt. Die deutsche Übersetzung, die es früher gab, die war nicht besonders gut. Die war von einer sehr alten Frau gemacht und die hat... Es fehlte ihr der Kontakt zur deutschen Sprache. Und ihre Sprache klang sehr altmodisch. Und jetzt erwähnen wir mal was Privates. Mutter von 3 inzwischen erwachsenen Töchtern und Großmutter von wie vielen Enkelkindern, Frau Pressler? 6. Haben Sie überhaupt Zeit für Ihre Enkel? Sie machen Lesereisen ohne Ende, Sie schreiben viel. Ja, also ich habe, die Enkel wohnen ja nicht direkt neben uns. Und wenn sie kommen, habe ich natürlich Zeit. Und wir haben angefangen, jedes Jahr mit 3 Enkeln in Urlaub zu fahren. Wohin geht's? An die Adria. Und wohin geht's da an die Adria? Ach, irgend so ein Campingplatz in der Nähe von Venedig. Immer derselbe? Bis jetzt ja. Wie oft waren Sie da schon? 3-mal. Was ist der Vorteil vom Campingplatz? Dass er geschlossen ist und dass die Kinder frei laufen können. Und man kann dort solche Wagen mieten mit Aircondition und genügend Platz und so. Und es ist sehr bequem. Schon die gehobene Campingplatzklasse. Was machen die 3 Töchter? Schreiben die alle wie Sie? Nein. Frau Pressler, Sie wurden 1940 in Darmstadt geboren, mitten im Zweiten Weltkrieg hineingeboren in ein Land, das von den Nazis beherrscht wurde. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit? Wann setzen diese Erinnerungen ein? Ich bin bei Pflegeeltern aufgewachsen
Und meine Erinnerungen haben sehr, sehr stark mit Krieg zu tun. Also ich erinnere mich an Bombardierungen, an Keller und solche Sachen. Das war in Darmstadt? Das war in der Nähe von Darmstadt. In der Nähe von Darmstadt. Und Ihre Pflegeeltern, was für Menschen waren das? Die waren sehr alt. Die haben außer mir noch 4 eigene Enkel aufgezogen. Und es waren sehr einfache Menschen, ja. Also fast Pflegegroßeltern. Ja, eigentlich ja. Und die haben Sie in welcher Art und Weise aufgezogen? Würden Sie nachträglich sagen, das war okay so? Nein. Nicht? Nein. Warum nicht? Möchte ich lieber nicht drüber sprechen. Gut. Sie waren dann in einer Art Internatsschule ab dem 11. Lebensjahr. Ja. Welche Menschen waren in dieser Zeit für Sie wichtig? Niemand. Niemand. Ich war sehr allein damals. Mhm. Dieses Alleine-Sein, das taucht auch in Ihren Werken zum Teil auf. Kinder, die sich alleine fühlen, die damit Schwierigkeiten haben, aber auch aus diesen Schwierigkeiten wieder herauskommen. Vielleicht frage ich mal nach dem ersten Buch, an das Sie sich erinnern können. Das allererste Buch, da war ich 5 Jahre alt oder 4 Jahre alt, ich weiß es nicht mehr. Ich konnte jedenfalls schon lesen, ich konnte lange lesen, bevor ich in die Schule kam. Mhm. Und meine Pflegemutter ist immer putzen gegangen. Und da habe ich von einer dieser Damen ein Buch geschenkt bekommen. Das war ein Reiseführer St. Petersburg. Reiseführer St. Petersburg. Ja, und den haben Sie also verschlungen. Allererstes Buch, lange Jahre, mein einziges Buch. Ihre ersten Leseerfahrungen haben sich wo abgespielt, an welchem Ort? Oh, an sehr vielen Orten. Also zu Hause nicht. Bei uns musste jeder arbeiten und lesen galt also als Zeitverschwendung. Ich habe vorwiegend draußen gelesen. Wir hatten einen Schuppen, da war ein Dachboden drüber. Mhm. Da habe ich sehr gerne gelesen. Bin ich sehr oft in den Wald gegangen lesen. Und eigentlich wann immer ich konnte. Ich hatte immer irgendwo ein Buch bei mir. Viele Menschen, die später Schriftsteller werden, führen von Kind an schon Tagebuch. Haben Sie das getan? Ich habe einmal Tagebuch geführt, da war ich noch bei meinen Pflegeeltern. Und meine Pflegemutter hat mein Tagebuch gefunden und gelesen. Und seitdem habe ich nie wieder Tagebuch geführt. Dabei machen Sie ein sehr grimmiges Gesicht. Ja. Das hatte also üble Folgen. Es hatte sehr üble Folgen. Die Sie jetzt auch nicht weiter ausführen wollen, nehme ich an. Es wurde bei uns halt schnell geprügelt. Es wurde schnell geprügelt. Also es gab Erfahrungen von geprügelt, geschlagen werden in Ihrer Kindheit. Ja. Das ist ja wichtig. Das ist auch wichtig, wenn man anfängt, zum Beispiel Ihre Bücher zu lesen und verstehen zu wollen, woher kommt das? Warum beschäftigen Sie sich so viel mit solchen Schicksalen? Hörverstehen, Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansagen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei Aufgabe 56 bis 60. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Nummer 56. Sie rufen den Wetterdienst an und hören Folgendes. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, Sie sind verbunden mit der automatischen Ansage der Wetterstation in Potsdam. Sie hören die Pollenflugvorhersage des Deutschen Wetterdienstes, ausgegeben heute Mittwoch 10 Uhr. Bis Freitag ist mit starkem Birkenpollenflug an den Seen rund um Berlin zu rechnen. In der Uckermark und der Mecklenburger Seenplatte wird in der Zeit zusätzlich Gräserpollenflug erwartet. Nummer 57. Sie hören folgenden Veranstaltungstipp im Radio. Es ist mal wieder soweit. Frankfurts Banken und Bürogebäude in der Innenstadt können am kommenden Wochenende im Rahmen von Führungen betreten werden. Versäumen sollten Sie es nicht, den wechselnden Blick von Citibank, Japan Center, vom Messeturm, den Zwillingstürmen der Deutschen Bank auf die Stadt, den Main, den Taunus und den Odenwald zu genießen. Wie im letzten Jahr ist auch diesmal mit großem Andrang zu rechnen. Karten gibt es daher auch schon vorher an den bekannten Vorverkaufsstellen, am Empfang des Messeturms sowie dem Haupteingang der Europäischen Zentralbank
wo der Rundgang auch startet. Nummer 58. Sie interessieren sich für Afrika und hören Folgendes im Radio. Lust auf Afrika? So ganz in der Nähe? Große wilde Tiere im Mondschein sehen? Wer das erleben möchte, sollte zur afrikanischen Nacht im Kronberger Opel Zoo kommen. Am 8. und 9. Juli, jeweils von 21.30 Uhr bis 2 Uhr, können Sie Tiere aus der afrikanischen Savanne bei geheimnisvoller Beleuchtung durch Feuerkörbe und Fackeln beobachten. Dazu Feuertänzer, afrikanische Masken, untermalt von den heißen Rhythmen einer Percussion-Band. Kasseneinlass ist ab 9:30. Nummer 59. Sie wandern gerne und hören im Radio folgenden Tipp. Ja, das Wandern ist es Müllers Lust. Am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr lädt der Wanderverein Grüner Strumpf, alt und jung, zum Ausflug ins Ronneburger Hügelland ein. Durch Eichen- und Buchenwälder marschieren wir zur größten Burgfeste Hessens. Treffpunkt der circa fünfstündigen geführten Wanderung ist die Autobahnraststätte Hanau Nord. Wen unterwegs der Hunger überkommt, auf der 17 Kilometer langen Strecke sind ausreichend Einkehrmöglichkeiten in landestypischen Gasthöfen vorhanden. Und den, der durchhält, belohnt der Wirt des Burgrestaurants mit Ritterspieß, Grillwürstchen und Schwarzwälder Kirschtorte. Lust bekommen? Dann machen Sie doch mit, aber denken Sie dran, festes Schuhwerk nicht vergessen. Nummer 60. Sie hören den Verkehrsfunk im Radio. Und nun der Verkehrsfunk. A3 Würzburg Richtung Nürnberg zwischen Höchstadt Ost und Erlangen West zurzeit 5 Kilometer Stau wegen eines defekten Fahrzeugs. Vorsicht, der Stau befindet sich hinter einer Kurve. A7 Ulm Richtung Füssen zwischen Bad Grönenbach und Dietmannsried Behinderungen durch einen umgestürzten LKW. A7 Füssen Richtung Ulm. Zwischen Kempten und Altusried ist der linke Fahrstreifen nach einem LKW-Brand gesperrt. 7 Kilometer Stau. Es gibt eine Umleitung ab Ahlen-Oberloch über die U14. A9, Nürnberg, München. Zwischen Ende des Tests Hörverstehen. Modelltest 3. Hörverstehen Teil 1. Sie hören nun eine Nachrichtensendung. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören die Nachrichtensendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei Aufgabe 41 bis 45. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit.
15 Uhr die Nachrichten. Nürnberg. In Deutschland ist nach Angaben von Experten im Mai die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um rund 150.000 gesunken. Demnach hatten ca. 4,3 Millionen Menschen vergangenen Monat keine Arbeit. Das sind 50.000 weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote ging damit binnen Monatsfrist um 0,4 Punkte auf 10,3% zurück. Vor einem Jahr lag sie noch bei 10,4%. Bundeswirtschaftsminister Clement sprach von erfreulichen Mai-Zahlen. Gegenüber dem deutschen Radio meinte er, die Entwicklung zeige, dass man mit den Reformen den richtigen Kurs eingeschlagen habe. Vor allem die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen habe sich günstig entwickelt. Mexiko. Russland und Mexiko wollen ihre bilateralen Beziehungen ausbauen. Das vereinbarten der russische Präsident Putin und der mexikanische Staatschef Fox bei einem Treffen in Mexiko-Stadt. Unter anderem verständigten sie sich auf einen Wissensaustausch auf dem Gebiet der Ölförderung und Verarbeitung. Geplant sind ferner Abkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen sowie über die Zusammenarbeit von Banken. Putin besuchte als erstes russisches Staatsoberhaupt Mexiko. Berlin. Schlechtes Wetter, frostiges Konsumklima und die beispiellose Rabattschlacht haben dem deutschen Einzelhandel einen enttäuschenden Sommerschlussverkauf beschert. Mit Preisnachlässen von 50% lockt man heute offenbar niemanden mehr hinter dem Ofen hervor, sagte der Sprecher des Branchenverbandes HDE, Hubertus Pellengar, gestern. Die Umsätze blieben weit hinter dem Vorjahr zurück und verglichen mit dem Vorjahr rechne man mit einem Umsatzeinbruch von bis zu 5%. Düsseldorf. Ein Gericht in Düsseldorf hat eine Studentin wegen Bombendrohungen gegen den Düsseldorfer Flughafen zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Die 28-Jährige hatte im vergangenen September mit mehreren Telefonanrufen den Flughafen lahmgelegt. Am letzten Tag der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen mussten rund 15.000 Fluggäste das Gelände verlassen. Die Studentin muss nun mit Schadensersatzforderungen von rund 1,5 Millionen Euro rechnen. New York. Der Präsident der Weltbank, James D. Wolfensohn, hat die Haltung der reichen Länder gegenüber der sogenannten Dritten Welt kritisiert. Wenn es dabei bleibe, dass 1 Milliarde Menschen 80% der Ressourcen zur Verfügung stünden und den anderen 5 Milliarden der Rest, werde sich an den Problemen nichts ändern, sagte Wolfensohn der Süddeutschen Zeitung. Zudem bemängelte er, dass in den reichen Staaten zunehmend innenpolitische Themen wie die Sorge um Wachstum und Arbeitsplätze die Diskussion beherrschten. Zwar halte er die Welt nicht für unfähig, Probleme wie die Armut zu lösen, doch frage er sich, ob sie den Willen dazu habe. Roding. In der Nacht ereignete sich im Erich-Kästner-Kinderdorf in Roding, Landkreis Cham, eine schwere Explosion. Dabei wurde kurz vor Mitternacht das Gebäude in der Wiesenmühle so schwer beschädigt, dass es wohl abgerissen werden muss. Als Ursache für die Explosion nimmt die Polizei fahrlässiges Verhalten an. Einer der Jugendlichen des Dorfes soll in der Werkstatt eine Gasflasche geöffnet und dabei ein Feuerzeug entzündet haben. Die Flammen sind inzwischen gelöscht, die Feuerwehr hat mit der Durchsuchung des Gebäudes begonnen. In den Trümmern sollen 4 Tote liegen. Hörverstehen, Teil 2. Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit.
Gabi Edler ist heute zu Gast im Deutschlandradio Berlin. Sie lebt in Leipzig, war dort lange bei den Verkehrsbetrieben, unter anderem eine ganze Weile als Straßenbahnfahrerin. Und seit ungefähr 12 Jahren, ein bisschen mehr sogar inzwischen, kümmert sie sich um die Straßenkinder von Leipzig. Schönen guten Morgen nochmal, Frau Edler. Nun sind Sie nach so langer Zeit das erste Mal wieder in Berlin und haben mir gleich erzählt, heute Morgen im Hotel sind Sie erkannt worden von einem fremden Menschen. Passiert Ihnen das öfter? Ja, im Moment ja, weil es eben viel durch die Medien gekommen ist. Ich finde es auch gut. Ich mache es ja auch bloß wegen Kindern. Können Sie denn in Leipzig noch weiter als, sagen wir mal, 300 Meter aus dem Haus rauslaufen, ohne dass Sie jemand begrüßt? Ja, bisschen schon noch. Ist ja nicht nur deswegen. Deswegen ist es ja auch so, mich kennen viele von Verkehrsbetrieben. Wenn man über 26 Jahre bei so einem Betrieb war, dann kennen ihn viele. Das ist ja ganz normal. Die Straßenbahn fährt vorbei, da winken die und klingeln und das ist normal. Wie ging es denn los? Man denkt ja immer auch heute noch, wenn man nicht in Leipzig wohnt und sie nicht kennt, Straßenkinder. Das ist ein Problem von Brasilien, vielleicht von New York, vielleicht gerade so eben noch von Berlin. Wann haben Sie in Leipzig erstmal bewusst das wahrgenommen, dass es das Problem bei Ihnen auch gibt? Also als allererstes habe ich eigentlich wahrgenommen in Frankfurt am Main. Und da habe ich gesagt, 90 war ich eingeladen dort von der Stadt von Frankfurt. Und da war ich dort gewesen und da habe ich das am Bahnhof gesehen. Und da habe ich, wo ich wiedergekommen bin, habe ich gesagt, Leute, das kommt ganz schnell zu uns. Und es war ja auch so. Da habe ich eigentlich erst angefangen, mit Obdachlosen mich zu kümmern, weil man gemerkt hat, dass viele durch arbeitslos und Scheidung und dann runtergerutscht sind. Ja, und dann habe ich schon mal ein paar Kids angesprochen und wollten von mir was haben. Und da habe ich gesagt, ihr kriegt kein Geld, wir gehen zum Bäcker und da kriegt ihr zu essen. Und so fing das eigentlich an. Wie haben die denn da reagiert, als sie das gesagt haben? Die haben mich erst vor ein bisschen dumm angeguckt, weil ich denke mir, die haben gedacht, sie kriegen Geld und können irgendwas, weiß ich, holen, Zigaretten oder was. Da war es ja auch noch nicht mit Drogen so. Es war 92, da war es noch nicht so. Jetzt ist ja extrem. Die beiden, die damals sozusagen die ersten waren, die sie angesprochen haben, wie alt waren die ungefähr? Sven war 13 und der andere war 14. Ja. Und mit denen sind sie dann wirklich zu irgendeiner Bäckerei und haben was eingekauft? Ja. Haben Sie die danach dann wieder gesehen oder war das erstmal eine Geschichte und dann warum? Nee, das hat sich ganz schnell rumgesprochen unter den Kids, dass sie von mir was kriegen. Vor allen Dingen, ich habe mich dann am Bahnhof hingesetzt in Leipzig, das sind so Bänke, das kann man schön hinsetzen und habe dann eben gewartet, es hat lange gedauert, das Vertrauen auch zu den Kids, zu dir dann da ist. Ja, und dann dachte ich mir, na gut, Abrisshäuser waren ja damals in Leipzig viele, da habe ich dann in Abrisshäusern mitgeschlafen und um denen zu beweisen, dass ich ihnen helfe, dass ich zu ihnen gehöre, also dass ich sie akzeptiere. Das heißt, Sie haben wirklich, Sie hatten natürlich, Sie haben damals noch gearbeitet, eine ganz normale Wohnung und Sie haben wirklich in Abrisshäusern übernachtet. Das musste man einfach machen, um denen zu beweisen, dass man zu ihnen steht. Können Sie sich noch an Ihre erste Nacht in so einem Abrisshaus erinnern? Ja, ich bin bald gestorben. War das im Winter oder im Sommer? Sommer. Immerhin. Ich bin aber bald, trotzdem bin ich bald gestorben, weil das knackte überall und naja, wie das so und so. Dann haben die mir auch einen Weg gezeigt, wo ich langlaufen muss, damit ich nicht runterplauze. Sind ja alle kaputt, ist ja ganz klar. Ne? Aber ich denke mir, gerade die eine, die war damals 11, die hat bei uns bei Leitverkehrsbetrieben gelernt. Die hat studiert. Das Mädel ist top. Also wie haben denn damals, heute sind Sie in der Stadt überwiegend bekannt und man weiß, was Sie tun und Sie haben eine Menge erreicht. Aber wenn ich mir das damals vorstelle, so nach den ersten paar Nächten im Abrisshaus, wenn dann damals Kolleginnen Sie gefragt haben, hast du letzte Nacht gemacht? Die war im Abrisshaus. Haben die Sie nicht am Anfang auch ein bisschen für verrückt gehalten? Verrückt erklärt haben Sie mich. Mein Chef hat gesagt, du hast den Knall. Aber er hat es verstanden und er hat auch immer klein mitgemacht. Denn es ging ja damals los. Ich habe 1990 die erste Kinderweihnachtsfeier gemacht für Bedürftige, da waren es 11 Kinder. Jetzt sind es mittlerweile 130, 140, die wir zu Weihnachten, zu einer großen Weihnachtsfeier haben. Da gehe ich am 15.11. gibt es Weihnachtsgeld beim öffentlichen Dienst. Da gehe ich überall sammeln mit meiner Büchse, beim Kollegen. Da ist jetzt wieder die Büchse, die ich schon erwähnt habe. Genau, da gehe ich dann sammeln und dann kommen die Wunschzettel von Kids, gemalte. Und danach gehe ich dann einkaufen bei Galeria Kaufhof und da kriege ich Rabatt. Mussten Sie sich so ein bisschen, es ist Spendensammeln, das ist eigentlich sehr ehrenwert, aber es hat ja was vom Betteln. Mussten Sie sich überwinden? Nee, ich muss mich nicht überwinden. Ich kenne da nicht. Auch mit, nee. Ich mache es doch nicht für mich. Sind Sie da auch hartnäckig, wenn jemand vor Ihnen steht, von dem Sie wissen, der hat so wenig Geld, nun nicht, nicht gleich ein Millionär, aber der hätte schon genug für mal 3-4 Euro. Und der sagt erstmal, nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich gebe nichts. Laufen Sie dem dann hinterher? Das trauen die sich gar nicht.
Das trauen Sie sich wirklich nicht. Sie haben tatsächlich ein bisschen diese Ausstrahlung. Ich muss das zugeben, als ich heute Morgen hin habe ich extra geguckt. Hörverstehen, Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansagen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei Aufgabe 56 bis 60. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Nummer 56. Sie hören Veranstaltungstipps für Göttingen im Radio. Was Sie am kommenden Wochenende nicht versäumen sollten, Göttingen lädt am Samstag ein zur Parade der Kulturen. Unter dem Motto »Göttingen zeigt all seine Farben« demonstrieren 2000 Menschen in farbenprächtigen Kostümen mit dekorierten Fahrzeugen für ein vielfältiges und friedliches Miteinander aller Kulturen in der Stadt. Auch kulinarisch ein Schmaus. Französische Crepe, türkische Döner, indische Tandoori-Hühnchen, Empanadas aus Argentinien. Mit einem großen Feuerwerk sowie Musik und Tanz aus aller Welt klingt das multikulturelle Stadtereignis am Abend aus. Nummer 57. Sie hören Folgendes im Radio. Gruselige Geister grüßen grässliche Gruftis. Geisterhafte Nachricht aus dem Jenseits an alle Inlineskater und Skateboardfahrer. Macht mit bei unserem großen Umzug in der Wiener Innenstadt. Mit Schoko und Schabernack erschrecken wir wieder Geschäftsleute und Passanten. Ob als Skelett, Hexe, Gespenst oder Kürbis. Mit Kostüm geht alles, ohne Kostüm läuft nix. Am Dienstag, dem 31.10. um 18 Uhr, trifft sich unsere unheimliche Schar auf der Donauinsel. Auf geht's zum Gruselspaß! Nummer 58. Sie haben einen großen Garten und hören Folgendes im Radio. Und hier noch ein Tipp, nicht nur für Hobbygärtner. Am kommenden Samstag öffnet in Köln die Gartenausstellung Köga ihre Tore. Gezeigt werden einheimische und exotische Nutz- und Zierpflanzen, Gartenmöbel, Gartengeräte, Gartenzwerge und vieles mehr. Den einen oder anderen können Sie übrigens auch käuflich erwerben und ins traute Heim entführen. Parkplätze sind beim Ausstellungsgelände ausreichend vorhanden. Sie können also problemlos mit dem PKW anfahren. Fahren Sie hierzu die Nummer 59. Sie hören den Verkehrsfunk im Radio. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören jetzt unseren Verkehrsfunk. A1 Bremen-Hamburg, zwischen Stuckenborstel und Bockel einspurige Verkehrsführung wegen Bergungsarbeiten. Viel ist los heute auf der A2. A2 Dortmund-Hannover, zwischen Hamm und Hamm-Üntrop, 4 Kilometer Stau. A2 Dortmund-Hannover, zwischen Oelde und Reda-Wiedenbrück ist die Autobahn in beiden Richtungen gesperrt und im weiteren Verlauf zwischen Reda-Wiedenbrück und Gütersloh, Vorsicht, hier befinden sich Personen auf der Fahrbahn. Fahren Sie langsam. Nochmal A2 Dortmund-Hannover zwischen Herford-Bad Salzuflen und Herford-Ost, 7 Kilometer Stau, nach einem Unfall ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Nummer 60. Sie rufen eine Servicenummer an. Liebe Kundin, lieber Kunde, Sie hören den Ansagedienst von AllConnect. Bei uns erhalten Sie Auskünfte von Auslandsauskunft bis Zeitansage zum Ortstarif.
Unter 0613 3x30 stellt Ihnen unser Operator handvermittelte Telefonverbindungen ins Ausland her. Für Telefonkonferenzen ins In- und Ausland wählen Sie bitte die 0620 3x30. Für R-Gespräche steht Ihnen unser besonderer Service zur Verfügung. Ende des Tests Hörverstehen.